Hallo liebe Zuschauer, ich freue mich, dass ihr zu 4Run Sports Gaming gefunden habt. Mein Name ist Christo und ich werde euch hier durch den Kampf von Ronnie Zupp begleiten und auch durch seine Karriere, die ja hoffentlich sehr, sehr lange dauern wird. Heute ist Halbfinaltag hier bei der UFC in den Gruppenausscheidungskämpfen. Ronnie Zupp hat sich mit einer bravourösen Leistung bis hier in die Semifinale vorgekämpft. Und er wird natürlich alles dafür tun, um heute Abend hier ins Finale einzuziehen und sich dann beim nächsten Mal hier die Krone der UFC-Teamkämpfe zu sichern. Aber zunächst einmal steht das heutige Match gegen Hajime Nakayama an. Ein sehr gefährlichen Gegner. Ich glaube, das ist ein Koreaner oder ein Japaner. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das werden wir aber gleich erfahren. Und wir werden sehen, ob Ronnie Zupp heute die Leistung wiederholen kann, die ihn bis hierher ins Halbfinale geführt hat. Denn die muss zumindest sein, um hier ins Finale einzuführen. Aber zunächst sehen wir uns das Training von Ronnie Zupp an. Aber erst hören wir Dana White, den Präsidenten der UFC, zu. Unbelievable season, unbelievable fights. It's been fantastic. Gut, wir haben gehört, dass es hier wunderbare Kämpfe gegeben hat. Unglaubliche Kämpfe und dass jetzt Ronnie Zupp eine Trainingsleistung abrufen muss, um hier auch dann im Halbfinale zu bestehen. Zunächst stehen Punches auf dem Programm. Wir werden jetzt mal sehen, was er von uns verlangt, hier der Trainer. Und dann werden wir weiterschauen. Das sind keine Punches, Junge, das sind Tritte. So, Ronnie, was ist hier los? Das sind Punches, das sieht schon besser aus. So bewegt man seinen Kopf. Oh ja, aber da hat er auch vom Kopf gekriegt, der gute Ronny. Jetzt ein bisschen auf den Körper gehen des Sparringspartners. Das ist ein wildes Geboxe, ja, mehr ist das im Moment nicht. Ronny versucht hier ein paar Kombinationen, die er ihm aber jetzt bis jetzt nicht gelingen. Gerade hat er einen guten Schlag unters Kinn des Sparringspartners gesetzt. Da sehen wir, dass das Wirkungstreffer waren, die den Sparringspartner jetzt hier schon ganz schön ins Wanken bringen. Aber Ronny ist auch angeschlagen hier beim Sparring. Das sollte wohl nicht so sein, dass er hier jetzt hier K.O. geht noch im Sparring, oder wie? So, Ronny, noch einen setzen, dann ist die Trainingseinheit gleich vorbei. Und dann können wir uns anderen Einheiten widmen. So, jetzt hat er nochmal gut den Sparringspartner getroffen. Leider nur einen blauen Gürtel, das war nicht so das, was der Trainer wohl von uns erwartet hat. Was haben wir als nächstes? Striking, arbeite an deinen Angriffen im Clinch. Heute trainieren wir den Teil, okay, den man vor allem von Anderson Silva kennt. Bei ihm, ja, war diese Technik so sauber, dass er seine Gegner quasi mühelos verprügeln konnte. Und bei dir soll das genauso sein. So, wir haben es gehört, dann werden wir das mal ausprobieren. So, da haben wir auch schon gut angefangen. Achso, wir müssen hier auch hier was machen, was uns vorgeschrieben wird. Habe ich jetzt nicht gesehen. So, jetzt nochmal und noch ein. So, da erwischen wir ihn immer wieder. Was haben wir denn? L2 hier und L und diese Dreieckchen. Und nochmal und nochmal. Genau so, zieh seinen Kopf und nochmal und nochmal. Wir müssen den Sparringspartner hier nicht zu Boden schicken, aber wir müssen hier versuchen, so gut wie möglich zu striken. Und da haben wir schon wieder, Ronny ist heute nicht bei der Sache. Wenn er so in seinem Halbfinalkampf agiert, dann wird es schwierig werden. Das kann man jetzt schon voraussehen. Aber jetzt hat er sich ein bisschen gefangen und setzt einige schöne Strikes. Und da kommt noch einer hinterher. Das ist jetzt gutes Thai-Clinch-Kämpfen, aber das ist im Training natürlich eine ganz andere Sache als im Kampf. Das werden wir ja gleich auch sehen. So, die Lesson ist auch vorbei. Da haben wir auch glatt einen schwarzen Gürtel errungen. So, und als dritte Lektion wird heute Submission-Training auf den Plan gesetzt. Eine gute Sache, die wird Ronny wohl weiterhelfen. Okay. Halte er in eine beliebige Richtung, um die Befreiungstore umzustoßen. Machen wir mal. So, das war ja wohl mal gar nichts, oder? So, und jetzt? Das sieht irgendwie alles komisch aus hier. Aber das hat dem Trainer gefallen und wir haben schwarzen Gürtel bekommen. Und ich denke mal, das war es jetzt auch schon mit dem Training. Was haben wir denn hier geholt? 154 Punkte. Ich glaube, die können wir ja jetzt noch hier verballern, ne? Die werden wir jetzt erstmal hier in unsere schwächeren Attribute investieren und meiner Meinung nach ist das eigentlich der Bodenkampf, aber da kann man hier nicht doch Submission. Schokverteidigung setzen wir ein bisschen rein.
Und hier auch mal ein bisschen ins Choke Submission. So, da haben wir aber auch schon alles verballert. Egal, Bodenkontrolle hätten wir auch noch gehabt. Leider haben wir da jetzt nichts investiert. Aber wir werden sehen. Aber wir könnten... Nein, nein, wir lassen es so. Das ist schon in Ordnung so. So, jetzt folgt meiner Ansicht nach der Halbfinalkampf. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon. Genau, es folgt der sehr, sehr wichtige und lang ersehnte Halbfinalkampf von Ronny Zupf. Jetzt muss er zeigen, dass er seine Leistung wiederholen kann, dass das keine Eintagsfliegen waren und dass er hier ins Finale der UFC-Teamkämpfe eindringt. Und dann stehen ihm alle Tore offen, wenn er das hier gewinnt, das Ding, und auch das Finale. Dann kann er ein ganz großer Star der UFC werden. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Zunächst muss er hier schaffen, seine Leistung abzurufen und seinen Gegner auf den Boden zu bringen, beziehungsweise einen Punktsieg zu erlangen, wird ja auch reichen im Endeffekt. So, hören wir nochmal Dana White zu hier. You never know who the toughest guys are until you end up right here. This is a very exciting semifinal matchup. So, und da steht das Match auch schon an. Da kommt der Gegner von Ronny Zupf. Da ist er, Hajime Nakayama aus Japan, aus Kanagawa, um genau zu sein. Kein besonders schwerer und mächtiger Mann, aber ein sehr guter Techniker. Aber das wird Ronny egal sein. Er nimmt jeden, der kommt. Da kommt er rein mit seinem bekannten und selbstsicheren Auftreten, seinem starren Tunnelblick und seiner 0-0-0-Kampfbilanz. Aber die wird sich bald ändern. Jetzt haben wir auch drei Runden und nicht mehr zwei. Hoffentlich kommen wir auch über die Runden, beziehungsweise werden wir hier den Gegner auf die Bretter schicken. Los geht's. Das war schon mal gar nichts. Wir sehen jetzt schon, dass der Japaner doch auch ein sehr guter Techniker ist. Da hat er wieder Ronny einen Kick versetzt. Ronny muss jetzt aufpassen, dass er hier nicht zu sehr in die Bedrulle gerät. So, da hat er ihn gut getroffen, den Japaner. Und nochmal am Kopf. Das war wunderbar. Am Kopf ist der Japaner jetzt schon angeschlagen. Das sieht man. Aber jetzt muss Ronny aufpassen, dass er nicht in die Gegenangriffe des Japaners rennt und so dann auch zu Boden geht schnell. Jetzt muss er vielleicht mal ein bisschen defensiver kämpfen. Au, aber er trifft den Japaner immer wieder. Das ist gut. Er muss jetzt sehen, dass er jetzt hier nicht an den Ringrand, an den Oktagonrand gedrängt wird. Das macht er jetzt sehr gut. Jetzt müsste Ronny aber angreifen und er trifft den Japaner wieder am Kopf. Und immer wieder trifft er ihn. Aber das zeigt jetzt nicht mehr ganz so große Wirkung wie zu Beginn des Kampfes. Aber Ronny versucht jetzt immer wieder mit Tritten. Und auch jetzt puncht er genau ins Gesicht des Gegners. Jetzt müsste er vielleicht auch mal versuchen, eine Takedown zu versuchen. Er versucht es und er kriegt den Japaner an den Boden. Das sieht er gut aus. Und immer wieder haut er drauf. Das ist eine gute, sehr gute Taktik von Ronny hier. Er versucht gar nicht erst, den Japaner aufkommen zu lassen. Natürlich hat er jetzt den Fehler gemacht und hat seine exponierte Position aufgegeben durch diesen kleinen Fehler. Jetzt muss er versuchen, aus dieser Lage hier rauszukommen. Und das hat er bis jetzt ganz gut geschafft. Jetzt muss er versuchen, seine Deckung hochzunehmen. Sonst läuft er hier Gefahr, ziemlich schnell am Ende zu sein. Jetzt muss er seinerseits vielleicht mal versuchen, den Japaner ein paar Schläge an den Kopf zu setzen. Und jetzt muss er vor allen Dingen sich bewegen und bewegen. Sonst kommt er hier nicht raus. Das sieht nicht gut aus jetzt im Moment. Ronny mit seinen Schwächen im Bodenkampf, das kennen wir. Jetzt muss er versuchen, hier rauszukommen. Das schafft er einfach nicht. So, der Japaner steckt die Schläge ein, als wäre es nichts. Kein Problem für den Japaner. Aber jetzt ist er raus aus der bedrohlichen Lage, Ronny, und es kann weitergehen im Stehen. Da wird Ronny sich sicherlich nicht beschweren. Und er hat den Japaner am Boden. Einmal kurz gehabt, jetzt muss er nachsetzen. Nochmal, komm, schlag zu, Ronny. Und treten, treten. Was das Zeug hält. Den Japaner, jetzt müsste er jetzt versuchen, direkt in den Thai-Clinch zu kriegen. Aber da hat Ronny auch Probleme. Der Clinch ist eine weitere Schwäche von ihm. So, raus aus dem Clinch, genau. Das ist das Beste, was Ronny machen kann. Und wieder trifft er den Japaner mitten im Gesicht mit einem wunderbaren Tritt. Aber oh, jetzt muss er selber einen Körpertreffer einstecken, der ihn möglicherweise jetzt den Kampf hier kostet. Oh, Ronny. Jetzt muss Ronny sehen, dass er die Deckung hochhebt, sonst ist das hier gleich vorbei. So, und schön, jetzt packt er seinerseits die Schläge aus und traktiert den Japaner immer wieder an die Kopfseite, an der Kopfseite. Jetzt muss er versuchen, hier rauszukommen. Komm raus, Ronny.
Und beide sind wieder auf den Beinen. Und die erste Runde ist vorbei. Eine ziemlich ausgeglichene Runde meiner Meinung nach, aber meiner Meinung nach zählt nicht, sondern die der Punktrichter am Ende, wenn der Kampf über die Runden geht. Ronny hat sich auf jeden Fall gut geschlagen und hat hier noch alle Möglichkeiten offen, den Kampf zu gewinnen. Aber man sieht, dass der Japaner schon eine andere Klasse ist als die Kämpfer, die er im Viertelfinale und im Achtelfinale geschlagen hat. Aber Ronny läuft direkt in einen schlimmen Konter des Angreifers, des Japaners. Und jetzt muss er versuchen, hier dran zu bleiben, sonst ist er gleich am Boden. Und ein super Treffer. Ronny trifft den Japaner immer wieder am Kopf, aber der zeigt wenig Wirkung. Unbeeindruckt der Japaner anscheinend. Jetzt kommt. Boah, schöner Tritt von Ronny. Und jetzt geht er schön zurück, das macht er gut. Muss er sehen, dass er nicht selber in die Schläge des Japaners rennt. Jetzt hat er einen abgekriegt. Und er tritt den Japaner jetzt immer wieder am Kopf. Das ist wunderbar. Gleich müsste der Japaner vielleicht an den Boden sein, wenn er so trifft. Ja, super, Ronny. Jetzt müsstest du draufgehen. Geh drauf. Was ist nun los? Der Kampf ist vorbei. Ronny Zupp steht im Finale der UFC Team Fights. Wunderbar gemacht, Ronny. Und wieder per K.O. Der Japaner hatte keine Chance. Immer wieder trifft er den Japaner am Kopf. Und irgendwann kann man das nicht mehr aushalten. Da sackt er zusammen wie eine Bahnschranke, der Mann aus Japan. Da sieht man, der letzte Tritt, der war so heftig, dass der Japaner einfach die Besinnung verloren hat und dann einfach zusammengeklappt ist und dann am Boden liegen geblieben ist. So, Ronny steht im Finale. Besser hätte es nicht laufen können für ihn. Eine wunderbare Leistung wieder mal. Die erste Runde war noch ein bisschen verhalten. Der Japaner gleich stark in der ersten Runde, aber nun ist Ronny der Sieger und zieht verdientermaßen ins Finale ein. Hier das offizielle Urteil. Ronny ist der Sieger. Eine sensationelle Leistung. So gut war noch nie ein Deutscher in der UFC. Und wenn er so weitermacht, kann er vielleicht irgendwann zu den ganz großen UFC-Kämpfern werden. So, wir haben wieder mal 160 Erfahrungspunkte dazu bekommen. Glückwunsch, du stehst jetzt im Finale von The Ultimate Fighter. Was kann einem Besseres passieren, als praktisch namenloser Kämpfer in der UFC, als sofort Sieger dieser Staffel zu werden von The Ultimate Fighter? Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn Ronny dann versucht, hier als Sieger aus diesem Turnier hinauszugehen und den begehrten Vertrag für die UFC zu bekommen. Wir werden schauen, ob es klappt. Wir hoffen alle. Wir drücken ihm die Daumen und hoffen, dass er bis zum Finale gesund bleibt und sich nicht verletzt. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Christoph von 4Run Sports.